So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Stempelpapier. Mein Name ist Karina Ruppert, ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin aus Weingarten bei Ravensburg. Ich habe für meine Nichte eine Gutscheinverpackung gebastelt zum Geburtstag. Und bevor ich die jetzt morgen verschenke, war ich mir spontan gekommen, ich mache ein Video noch draus. Das ist zwar keine neue Idee, ich habe sie auch aus dem Internet, aber ich habe sie mit neuen Produkten gemacht. Und ich finde die wirklich klasse, diese Idee, den Gutschein, man kann ihn hier reinstecken. Ich mache das mal hier mit meinem Ding, so eine Gutscheinkarte, es ist genügend Platz für eine Gutscheinkarte. Ich habe es auch ausprobiert, aber bevor man hinterher sagt, ich mache hier Schleichwerbung, nehmen wir das natürlich raus und zeigen es einfach so, wie wir das hier den Gutschein reinpacken können. Zugemacht, also das Muster, wo ich gesehen habe, war so, gefällt mir nicht so, weil das geht dann einfach jetzt hier so raus. Ich finde es jetzt schöner, wenn es nach oben geht, hochkant. Habe hier die Heißluftballons genommen, eins von meinen Lieblingssets und habe auch, ich hoffe, man sieht es hier ein bisschen. Ich habe den Wink of Stella hier bei jedem zweiten genommen. Und jetzt dieses Mal gehen wir hin und würde ich das Set so süß nehmen. Genau, unser Bienenset. Ich habe noch nichts damit groß gebastelt. Es ist da. Das Einzige, was ich gebraucht habe, war bis jetzt die Herzen. Eigentlich total schade, weil ich sehe so viele tolle Ideen von meinen Demo-Kolleginnen, dass ich jetzt gedacht habe, nee, also jetzt gehen wir auch hin und nehmen für diese Gutscheinkarte, nehmen wir jetzt das Bienenset. Und ja, viel braucht man normalerweise nicht. Man braucht das Designerpapier hier, man braucht einmal einen Grundweißkarton und man braucht hier eigentlich einen Farbkarton. Und wie man das jetzt hier gestaltet, ich habe das jetzt hier mit den rustikalen Rahmen gemacht, werde es dann auch nochmals mit den rustikalen Rahmen machen. Aber man kann da natürlich auch jedes andere Set hier nehmen, um hier die den Verschluss hier eigentlich so ein bisschen zu machen. Ja, ich würde sagen, wir starten. Wir nehmen unser Schneid- und Falzbrett. Ich lege das hier mal auf die Seite. Und da ich das Bienenset nehme, das ja auch das Designerpapier dazu hat. Das ist halt hier mit den Bienen und die kleinen Bienen. Hier dann auch die Rückseite. Es gibt natürlich noch viel mehr davon, aber für die beiden Bögen habe ich mich jetzt entschieden. Und da das Ganze mit Sommersorbet ist, außerdem eine Farbe, die uns dann im auf Mai, soweit ich weiß, Mai oder Juni, muss gerade noch nachschauen. Dadurch, dass eine In-Color auf jeden Fall ist, verlässt uns die Farbe Sommersorbet. Den anderen Farben weine ich weniger nach. Sommersorbet finde ich eigentlich eine so tolle Farbe, der werde ich wahrscheinlich schon nachweinen. Falls man dann immer wieder versucht, welche Farben zu einem Designerpapier passen, die stehen hier immer drauf. Und wie gesagt, bei den Bienen ist es so, es passt Schwarz, Osterglocke, Limette, Blütenrosa, Aquamarin und wie gesagt das Sommersorbet. Und das Sommersorbet, das nehmen wir uns jetzt einfach mal. Und zwar kürzen wir uns einen DIN A4 Bogen ein und zwar auf 10,5. Das heißt einfach die Hälfte von hier. Nehmen wir uns, schneiden das einmal runter und wir kürzen uns dann die lange Seite ein auf 29 cm. So, da geht so ein ganz schmaler Streifen, geht dann weg. So, wir lassen uns das hier oben angelegt und wir falzen das Ganze bei 9,6. So.
Und wir falzen bei 24,3 cm. So. Wenn wir gerade das Falz- und Schneidebrett draußen haben, nehmen wir dann auch uns noch ein Grundweiß, und zwar 20 x 8,5. Jetzt muss ich gerade mal schauen, 20 kriegen wir hin. Genau, kein Problem. Ich schneide mir die 8,5 cm runter und kürze mir das Ganze ein auf die 20 cm. Und zwar, das ist unser Einleger, wo wir innen drin haben, wo hier dann rausfährt. So, dann gehen wir hin. Das hier lassen wir uns gerade mit der langen Seite oben angelegt. Und zwar falzen wir das einmal auf der rechten Seite bei einem Zentimeter. Und wir drehen uns das dann um 180 Grad und falzen dann bei 13,5 cm. So. Dann schneiden wir uns unser Designerpapier schon einmal zusammen. Und zwar brauchen wir einmal hier rein etwas. Da braucht man Designerpapier in den Maßen 8,2 x 6,2. Ich würde dann nehmen unsere kleinen fleißigen Bienen hier. Das heißt, ich muss jetzt gerade mal schnell schauen, nicht, dass ich es falsch zusammenschneide. Das kürzere ist die Länge hier. Das heißt 6,2 stimmt. Wir machen also hier 8,2. So. Schneiden uns das runter und kürzen uns ein Stück in den Maßen 6,2. So. Und dann passt es genau hierher. So. Das legen wir uns auf die Seite. Dann gehen wir hin und nehmen uns dieses Designerpapier hier, und zwar hat es dann die Maße, Augenblick, die Maße 10 x 4,5. Wir schneiden uns also diese 10 cm runter, weil die 10 cm sind hier die Breite von dem Ganzen. Und da ich die Vorder- und die Rückseite möchte, geht es genau in einem Schritt. Wir schneiden uns also die 10 cm runter, schneiden uns einmal die 4,5 für den unteren Teil. Ich nehme uns gerade, damit es ein bisschen schöner dann liegt. Da gehen wir hin, machen das so, machen die 4,5. Das heißt, wir haben jetzt den unteren Teil und wir gehen jetzt hin und schneiden das für den oberen Teil. Das sind 9 cm. Das ist das oben in dem Fall. So, soweit können wir jetzt mal alles, haben alles geschnitten. Wir legen uns das Schnitt- und Falzbrett mal auf die Seite und fangen an hier zu falzen. Und zwar gehen wir hin und falzen den hier uns rein. Gucken, dass wirklich oben und unten alles richtig anliegt, nicht, dass es ein bisschen schief ist. Und jetzt sollte das hier genau zusammenfalzen, und das tut es irgendwie nicht. Das finde ich jetzt eigentlich doof. Dann gehen wir hin und schauen wir mal, wo wir den Fehler gemacht haben. Und zwar hier habe ich den Fehler gemacht. Wahrscheinlich habe ich dann nicht richtig gedacht. Oh, machen wir uns das Ganze nochmal. Das war jetzt nur zum Zeigen einfach, dass auch Demos was schief gehen kann. Ist jetzt ein bisschen blöd, aber okay. Man kann es ja trotzdem weiterhin nehmen. Und zwar, ich weiß, was der Fehler ist. Und zwar 29,5 brauchen wir hier als Länge. Das heißt, wir schneiden uns nur einen ganz kleinen Streifen ab und nicht die 29 Grad aus. Und jetzt falzen wir uns das Ganze nochmals. Und zwar auf den 9,6. Falzen wir, und wir falzen bei den 24,3. So, ich schreibe das dann auf jeden Fall in das Video rein, dass wir dann nicht
irgendjemand den gleichen Fehler macht wie ich. Es sind die 29,5. Genau, und jetzt tun wir uns das Ganze nochmals falzen hier. Und jetzt müsste es eigentlich zusammengehen. Genau. Und zwar sollte das genau abschließen hier. Das heißt, wir legen uns das ganz genau an und streifen das jetzt nach oben. Und so funktioniert das dann alles. Und so ist genau zusammen. Wir können uns jetzt das hier schon mal aufkleben hier. Ich nehme dafür Tombow. Den können wir uns jetzt aufkleben. So. Okay. Schön mittig einpassen. Und wir können das obere auch gleich aufkleben. So. Da haben wir jetzt die Bienen. So. Und wird uns hier uns genauso aufkleben. So. Und auch das sitzt dann. Genau. Wir gehen dann hin und tun hier einen schmalen Streifen runter mit Tombow und hier. Möchte lieber mit doppelseitigem Klebeband arbeiten, ein ganz schmales nehmen und das dann ganz schmal hier runterlegen, so dass so wenig wie möglich an Platz genommen wird für die Einschubtasche. Wir legen uns das nach oben, schauen, dass die Abschlusskanten richtig sind und fahren hier nochmals hoch und runter. Und schon haben wir die Einschubtasche hier eigentlich fertig. Wir gehen dann hin, nehmen unseren weißen Karton und tun diese 1 cm Lasche nach hinten umklappen und das vordere klappen wir uns nach oben, dass es dann die Einschubtasche wird. Na? So, schlussendlich sieht es dann so aus wie eine kleine, wie eine kleine Treppe. Und auch hier kleben wir uns ganz dünn mit Tombow die Seiten hoch oder wie gesagt ein ganz dünnes doppelseitiges Klebeband. Es sollte halt so wenig wie möglich an Platz genommen werden für die Gutscheinkarte dann. So. Und wir nehmen das nach oben und fahren unsere Seiten rechts und links nochmals ab. So. Und dann können wir auch hier unser Designerpapier aufkleben. Beziehungsweise, ich wollte eigentlich noch ein bisschen was von dem Designband ankleben. Wobei das eigentlich, ich kann mal schnell schauen, ob das nicht zu viel ist, beziehungsweise zu unruhig dann wird. Wenn wir hier noch ein Designband hinkleben. Ja, man müsste dann irgendwie ein bisschen weiter runterkleben. Wenn wir so runterkleben, das könnten wir machen. So, wir schneiden uns hier was ab. Und dann gehe ich hin und nehme hier das, den Snil. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert mit dem. Ein bisschen. Na, komm. So, und dann klappen wir uns das, was oben raussteht. Das klappen wir uns um. Das klappt normalerweise ohne Probleme. So. Das Blöde ist einfach, wenn man Tombow nehmen würde, der quillt dann halt durch. Also wenn man ein ganz dünnes
doppelseitiges Klebeband hat, dann kann man natürlich auch das nehmen. Das wäre dann wahrscheinlich einfacher. Aber das habe ich nicht. Also ich habe nur das Normalbreite. So. Jetzt schauen wir noch, dass wir das hier reinkriegen. Aber es geht. Das ist schon ein bisschen eine fiesen Arbeit. Aber wenn ihr eine andere Möglichkeit habt, könnt ihr die natürlich auch nehmen. So, und dann nehmen wir uns das hier. Und wir kleben uns das jetzt hier auf. Fahren wir einmal rüber. Genau, und da ich hier noch was drauf habe, können wir uns das einfach abschneiden und umlegen. Und dann klebt es auch gleich. Und hier ist auch noch was drauf. So. Und wir kleben auch hier hoch. Und so haben wir ein kleines Band, was dann auch ganz nett aussieht. So, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir nehmen wieder unseren Tombow und wir kleben auch dieses Designerpapier auf den Grundweißkarton. So. Richtig rum wäre auch noch was. So, und dann kleben wir uns den auch drauf. Da ist ein bisschen ein schmalerer Rand bei dem Ganzen. Macht aber gar nichts aus. So. Und jetzt gehen wir hin. Wir machen uns hier Tombow drauf. Und wir kleben es jetzt nicht auf die Falzlinie, sondern leicht über die Falzlinie. Wenn wir es auf die Falzlinie kleben, kriegen wir sonst die Karte nicht mehr zu. Und dann einfach mit Augenmaß rechts und links und feststreichen. So, und wir streichen so fest. Und jetzt können wir schon hingehen. Und können uns das hier einstecken und dann geht die Karte auch schön zu und schon haben wir unsere Gutscheinkarte bei dem Ganzen. Ist jetzt, weil das Band ein bisschen sperrt hier, kann es ein bisschen hakeln, aber geht gut zu. So, dann benötigen wir hier für unseren Verschluss oder für die Deko obendrauf noch was. Ich habe jetzt hier in Babyblau einmal den Rahmen ausgestanzt. Und zwar ist das von den rustikalen Rahmen. Der zweitgrößte habe ich genommen für das Blau und der dritte für das Grundweiß. Und jetzt können wir uns hier einfach nur von der Deko noch austoben mit dem Ganzen. Jetzt machen wir uns den hier mal zu noch. So. Und zwar gehen wir dann hin und da können wir uns hier mal einen Spruch dann sonst noch aussuchen. Oder wir gehen einfach mal hin und fangen an, um die Biene zu stempeln, da können wir uns hier die Biene reinmachen. Bei dem Ganzen ist eine Handstanze dabei. So können wir die uns dann ganz gut ausstanzen und wir können uns auch schon mal die Herzen ausstanzen. Dann nehmen wir jetzt gerade den verschnittenen Karton, können wir uns da nehmen. Mal ganz an den Rand. Dann haben wir hier schon mal Herzen. Machen wir uns das Ganze gerade nochmal. So. Und dann haben wir hier schon mal, wie gesagt, unsere Herzen, die wir aufkleben können dann.
So, gucken wir mal. Dann nehmen wir einmal unsere Biene. Da haben wir hier den Körper für das Ganze. Holen wir mal unsere, so, unsere Stempelblöcke, die wirklich sehr gut sind. Durch diese Griffmulde hat man wirklich eigentlich ein ganz gutes Griffgefühl. Ich nehme für die Biene, was nehmen wir? Wir probieren es jetzt einfach mal mit einer Osterglocke. Osterglocke ist ja auch beim Designpapier dabei. Und dann bleiben wir da Ton in Ton bei dem Ganzen. Upsasa. Den Boden gefallen. Probieren wir uns das Ganze einfach mal aus. Wir nehmen aber noch eine Unterlage, weil es sind die Klarsichtstempel und die sollten eigentlich immer eine Unterlage haben. Ist für den Stempelabdruck eigentlich viel besser, als nur auf der Glasplatte zu stempeln. Nehmen wir es nochmals auf und wir stempeln einmal ab und haben einen wunderschönen gelben Körper. So. Dann haben wir hier auch noch die schwarzen Streifen. Dann nehmen wir ein bisschen Memento. Ups, na so wird das nichts. So, gucken wir mal, dass das schön wird. Das sind ganz neue Stempel. Jetzt müssen wir gucken, ob das. Ich glaube, das stempel ich erst mal einmal auf einem Schmierblatt ab. Putz einmal den Stempel und dann ist normalerweise kein Problem. Das ist bei Klarsichtstempeln öfters mal der Fall, dass man sie zuerst mal einmal abstempeln muss, putzen muss und dann kommt der Stempelabdruck normalerweise sehr gut. So, wir haben hier unseren Hummelkörper. Ja, jetzt bleibt auch die Tinte ein bisschen besser drauf haften. Jetzt gucken wir einfach, dass wir das hier ganz gut erwischen. Ja, schöne satte Farben. So, wir legen uns das mal beiseite und jetzt nehmen wir unseren Körper. Der jetzt natürlich blöd ist, den müssen wir uns ausschneiden ein bisschen, abschneiden. So, und jetzt passt er da. Na, jetzt passt er da ganz gut rein. Und ups. Und schon haben wir hier unsere Hummel, die bekommt jetzt noch ein nettes, freundliches Gesicht von uns. Da haben wir, wo haben wir es? Da haben wir es. Gucken wir mal schnell vorne drauf, ja. Dann haben wir einen kleinen A-Block. Und da hoffe ich jetzt mal, dass die schwarze Stempelfarbe jetzt auf dem kleinen so drauf bleibt. Das und da hier, genau. So. Und dann schauen wir mal, ob wir da noch Fühler hinbekommen. Ist die süß? Also ich finde die wirklich süß. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Die ist doch wirklich herzig. So, wir nehmen das und dann gucken wir mal, ob nicht so rum geht. Na, hier haben wir so Fühler. Die gucken wir jetzt mal, wie wir die hinbekommen. Muss ich jetzt gerade mal schnell schauen, nicht dass wir hinterher so.
Es ist nur ein halber Fühler. Aber das geht. Unsere Grummelhummel. So, dann schauen wir mal. Wir können noch hingehen und können uns noch Flügel hinmachen. Die Flügel nehmen wir auch mit Schwarz. Putzen wir den hier auch schnell, bevor wir uns die Hände schmutzig machen, wenn wir blöd reintappen. Irgendwie sieht die jetzt grimmig aus. Weiß auch nicht. Jetzt schauen wir mal. Jetzt nehmen wir, wie gesagt, das sind jetzt unsere. Ach, die habe ich ja schon rausgenommen. Denk gerade irgendwie komisch. So, wenn wir jetzt das also uns hier so hinmachen, dann können wir uns die Biene hier so hinmachen. Dann machen wir hier mal die Flügel hin. So. Ja. So. Machen wir die mal hin. Dann machen wir die so. Genau. So ist doch was. Und dann gucken wir noch mal, ob wir die schwarzen, jetzt kleben wir das mal auf. Nehmen wir ein bisschen Tombow. Na, so langsam muss ich das Fläschchen wieder auffüllen. Und wir setzen die uns hier hin. So. Und dann machen wir unsere Fühler nochmals. Und gucken, dass wir dann nochmal, jetzt muss ich es nur schnell ein bisschen herholen, dass wir dann nochmal direkt drüber kommen. Ja, so funktioniert das. Ist das nicht süß? So, und dann können wir uns hier für eine fleißige Biene. Das ist doch ein netter Spruch für eine fleißige Biene. Eine Gutscheinkarte als Dankeschön. Das finde ich ein ganz toller Spruch. Und die können wir uns dann auch, können wir uns den in Babyblau vielleicht abstempeln. So bekommen wir noch mal ein bisschen Farbe hin. Das putzen wir uns schnell. So, können wir uns das auf die Seite tun. Hier für eine fleißige Biene. Dann nehmen wir uns hier einfach mal Babyblau. Blau und machen hier für eine fleißige Biene. Ja, das ist eine wunderschöne Schrift auch. Ich hoffe, dass ihr seht das. Ich war noch die ganze Zeit aus dem Ding. Ich finde, das ist eine wunderschöne Schrift. Also die ist echt schön. So. Genau. Und dann können wir uns sonst noch paar Blumen auch einfach so hin stempeln, ohne dass man, dass man da jetzt Stiele dafür nehmen, wobei wir könnten uns auch einen Stiel nehmen, könnten da 2-3 Blumen rein machen. Na, was haltet ihr davon? Das ist doch schön. Dann nehmen wir, na, jetzt gehen uns dann die praktisch auch ein Stampin' Up Block. Die sind aus den Kreativsets. So, und dann nehmen wir uns hier Limette. Und stempeln uns mit Limette einmal eine Blume auf. Genau. Und hier haben wir uns auch eine rein. So. Doch, sieht schön aus. Und dann gehen wir hin und nehmen unser Sommersorbet. Und dann nehmen wir die Blume. Und
nehmen die. Ne? Nehmen wir einmal. Hier unsere Blume hin. So. Und nehmen da oben unsere Blume. So. Das ist doch nett. Jetzt haben wir Platz für die kleinen Herzen hier. Die können wir nachher mit dem Wink of Stella noch Glitzer machen. Oder glitzerig machen. Wir machen die gleich zu, nicht weil sie austrocknen, sondern bevor wir da rein kommen mit unserem Gebastelnen. Das wäre echt schade. So. Und jetzt gucken wir mal, wie es hier so aussieht. Wir uns das hier drauf machen. Doch, das ist schön. So, dann kleben wir uns das hier auf. So. Ich klebe meistens immer schräg. Weiß auch nicht warum. Aber so wird es dann normalerweise immer schön gerade. Und vom Rand her dann richtig. Und jetzt können wir uns sonst aber auch hier das Herz so drüber setzen. Und die zwei kleinen können wir uns hier hinsetzen. Eins, zwei. So. Genau, so können wir es nachher machen. Wir kleben uns jetzt diesen Tag hier dann eigentlich auf, und zwar nur in der oberen Hälfte. Wir möchten ja nicht alles zusammenkleben, sondern nur, dass es von oben her hebt und dass wir dann hingehen können und können uns das schön aufklappen. Ich schaue dann immer mit Augenmaß, dass es so weit hebt. So. Das ja so, und normalerweise müsste es jetzt so richtig schön aufgehen. Also müsst ihr wirklich schauen, dass man ein Band nicht so weit nach unten setzt. Haben wir jetzt auch gelernt, dass wir das nicht machen. Und jetzt nachher sind wir dann auch noch ein bisschen schief geworden. Aber müsste noch gehen. So. Jetzt sind wir gerade. So, jetzt kleben wir uns hier unser Herz auf. So. Gehen wir hier hin. Und dann können wir auch mal schauen, wir können die auch so hintereinander aufkleben. Wenn wir die so machen. Und so. Nee, kommt nicht ganz so schön. Aber es reicht vielleicht auch, wenn man nur eins hinmacht. Ich glaube, eins ist schöner. Gehen wir hin und kleben uns das noch auf. So, setzen uns das hier hin und dann gehen wir hin und machen uns noch den Wink of Stella. Mach die mal gerade nicht. Und zwar der Wink of Stella, der nur glitzert, nicht der, wo auch noch Gold ist. Wir machen also hier unseren Wink of Stella hier noch drauf. So. Und auch hier das große Herz einfach abfahren. So.
sodass wir dann ein glitzerndes Herz haben für die fleißige Biene, die wir hier haben. Wie gesagt, es muss jetzt nicht nur als Dankeschön sein, sondern das kann man natürlich auch für alles andere nehmen. Das kann man auch als auch trotzdem als Geburtstagsgeschenk nehmen. Das ist ja überhaupt gar kein Problem bei dem Ganzen. Aber ich finde, es passt natürlich auch auf jeden Fall für jemand, der immer viel macht. Und da ist man dann einfach mit nicht immer nur ein Dankeschön und sowas, sondern für eine fleißige Biene. Finde ich ganz nett. Und wie gesagt, aufmachen. Und es kommt hier raus. Und wie gesagt, hier kommt dann unser Gutschein rein bei dem Ganzen. Und schließen, wenn man jetzt hier ein bisschen hoch geht, dann geht es auch ganz gut rein. Überhaupt gar kein Problem. So, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Meine Ideen für eine Gutscheinkarte, wie gesagt, ist nicht meine Idee. Ich habe sie nur ein bisschen umgewandelt für jetzt. Ich habe sie, wie gesagt, im Netz auch gesehen. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Dass ich mich einmal oben vermessen habe, schreibe ich dann noch in das Video rein. Ich hoffe, dass jeder das dann soweit liest und sieht. Ja, und dann freue ich mich, wenn du mir einen Daumen nach oben schenkst. Okay. Ja, also, geht auf jeden Fall zu. Prima. Dann einen wunderschönen Abend noch. Deine Karina von Stempelpapier.